So, willkommen. Willkommen spät. Zurück zu Rocortis kleiner Farm. Jo, hallo. Die dritte Folge, die dritte ist das jetzt. Eigentlich schon. Die dritte. Die wir haben. Nein, die dritte. Ja, ich meine so, insgesamt. Müsste die achte sein. Ja, ist die achte. Krasser Scheiß. Zur achten Folge. Was? Ja, willkommen zur achten Folge. Ja. Boah. Heftig, Alter, wir haben schon. Warte, ich kann gerade nicht rechnen. 4 Stunden gebaut, wenn die Folge rum ist. Das Next Level Shit, Alter. Oh, ich bin so dumm, ich habe einen Cobblestone dahin gebaut. Ah, jetzt hast du hier eine Crafting Box, das ist gut. Eine Crafting Box. Was denn? Ach, Work. Hab ich noch nie gehört, Workbench, Alter. Oder was? Okay. Ja. Oder eine Werkbank, aber noch nicht Crafting Box. Eieiei. Wollen wir jetzt hier hinter den Raum machen? Ah, okay. Ja. Ich würde sagen, den machen wir schon eine Ecke hoch. Dass wir halt dann oben, wie gesagt, noch Glowstone in die Decke machen können und dann eine Trapdoor da drüber legen oder so. So, reicht das von der Höhe? Erstmal schon, wir müssen es dann nicht übertreiben. Und dann viel nach hinten. Der Wasserfall ist mega hässlich. Ja, warte, das mache ich noch irgendwann. Hm. Ganz in Ruhe. Irgendwann. Und dann wird es vergessen, dann bleibt er für immer. Nee, so. Den mache ich noch fertig. Da fehlt ein Stein. Den Wasserfall mache ich noch fertig. Das geht so nicht. Wollen wir das Portal in die Erde einlassen? Nee, oder? Sonst können wir auch so ein kleines Podest machen, dass man erst hochlaufen muss. Mega. Ja, ich glaube, ein Podest ist auch ganz cool. Mist, keine Spitzhacke mehr. Boah, ist das hell draußen. Ja, der Wasserfall, der muss auf jeden Fall noch arbeiten. Ja, das mache ich fertig. Dann machen wir hier unten, also das machen wir, ziehen wir noch ein bisschen weiter runter. Das Dirt-Zeug. So, bis vor kurz vor den Eingang, ungefähr auf die Höhe. Da willst du hier nochmal Lava hinmachen? Oh. Zweimal, ja. Muss ich 8 Dinger Lava holen. Ja, wir haben noch genug Eimer. Also bei mir in der Kiste hier ist auch noch ein Eimer. Ja, sonst craften wir nochmal ein paar, ist ja egal. Einmal brauchen wir immer. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Projekte abgeschlossen. Wichtig ist halt auch, dass wir irgendwann so ein Feld machen, wo halt nur Melonen drauf sind oder so. Okay, dann hole ich jetzt kurz Lava. Okay, mach. Dann baue ich das in der Zeit schon mal aus. Ja, schon. Ich muss ja schon sagen, ich bin ja ein bisschen stolz auf das, was ich hier gebaut habe, ne? Das sieht schon echt, sieht echt gut aus. Das ist doch super. Naja. Also Eigenlob stinkt ja, ne? Willst du die Stelle reinbauen? Muss ich einfach mal sagen, ne? Ja, da baue ich die Stelle noch dran. Also das wird alles hier mit einbezogen.
Wäre auch cool, so Pferdeboxen noch. Ja, deswegen mache ich das ja so riesig. Okay. Weil die hier reinkommen. Aber die Pferde müssen wir erstmal holen. Also die laufen hier rum, das ist ja sehr gemacht. Zum Glück sind die alle hier bei uns, die Tiere. Hühner brauchen wir noch. Die könnten wir auch dahin machen, wo eigentlich die Hunde hin sollten, so ans Haus. Wenn es nicht zu laut wird. Ja. Oder ich baue so eine ganz gemeine Hühnerfalle. Da habe ich so eine ganz, ich mal so eine gebaut, so eine entwickelt. Die bringt halt richtig viel Eier. Da kann man doch irgendwie noch so machen, dass das dann vom Trichter direkt in die Kiste reingeht oder so. Ne? Also, was ich mal gemacht habe, was ich aber danach nie wieder gemacht habe, wäre es einfach nur alles zum Leggen bringt. Wenn du das so baust, dass du Trichter hast und der die ganze Zeit die Eier wieder rauswirft und halt aber wieder auf so eine Station, wo so ein Trichter ist, auf so ein Dispenser, dass es halt die ganze Zeit so weitergeht. Weil dann stacken sich die ganze Zeit die Hühner und irgendwann kommt der Dispenser sogar gar nicht mehr hinterher. Und dann fängt er einfach nur alles an zu lecken, weil so viele Hühner da sind und ist einfach nur krass. An sich cool. Muss man auf irgendeinem Public-Server machen, also. Die deine Sachen nicht kaputt machen dürfen. So, ich geh jetzt kurz runter. Warte, gib mir mal kurz die Obsidian vorher. Das liegt Welche? In der Kiste. Ja. In einer. Okay, komm, ich muss erst die Obsidian holen und was essen. Ich finde das Haus, das gefällt mir immer besser, wenn ich da das angucke. Alter, mal ach, da oben. Weiter weg angucken. Redstone kommt übrigens da rein. Aus. Wir haben auch schon voll viel Redstone. Na, ist gut. Craftet man dann nochmal ein Feuerzeug? Eisen und Flint, ne? Flint habe ich irgendwo gesehen. Kannst du mir vielleicht mal 6 Eisen mitbringen, dass ich mir 2 Eisenäxte craften kann? Wir haben kein Eisen mehr. Als ob, Alter. Nur weil ihr die ganze Rüstung habt. Nee, ich hab die Eimer alle gemacht gerade. Als ob. Ja. Dann kannst du gleich Eisen mitbringen. Jetzt habe ich nichts gegessen. Jetzt haben wir erstmal welche. Guck. Geh an. Ja, das sieht voll gut aus. Also echt. Das sieht nice aus. Ja, oder? Ich bin da nur am Überlegen, ob ich das oben auch nochmal reinbaue. Alter. Von außen? Ja, hier aus extra mit so einem großen... Ja, würde ich... Ja, das was machen, ich unten habe. Da können wir halt oben noch irgendwie Heu in so machen und so. Ja, aber dann würde ich es lieber freilassen. Dann kannst du das da so rein tun, direkt. Ich dachte, beziehungsweise, dass es nicht nass wird. Oder das Heu halt... Ja. Boah, es wird schon wieder fast Nacht. Das sieht heftig geil aus. Dauert noch einen Moment. Haben wir noch Sand irgendwo? Nee. Vor unserem Haus war doch so ein kleiner Teich, da war ein bisschen Sand. Weißt du, was aus dem Teich geworden ist? Das wurde zugeschüttet. Jawohl. Komm mal mit rein, in die Höhle kurz. Kommt mal alle mit. Hast du schon Lava geholt? Ach ja, wir brauchen erst Glas. Aber ich wollte erstmal Glas machen. Ach, warte mal. Ich muss kurz was holen. Das Wichtigste vergessen. Feuerzeug. Habe ich hier im Ofen. Aber hier musst du auch noch welche hin, oder nicht? Nein, müssen nicht. Das ist geiler. Sieht besser aus. Ja, dann musst du noch welche holen. Als ob. 3 haben wir noch. Ja, ich hab halt auf das Minimalste berechnet. So, warte. Kann losgehen. Wieso, wir können einfach doch da Cobblestone vorbauen oder diese Stone oder so. Und? Lol. GG. Okay, viel Spaß. Ja, wir müssen erstmal eine
Eisen. Es wird gerade auch Nacht. Wollen wir nicht erst so eine Eisenspitzhacke machen? Es wird Nacht, Jungs, ja, ne? Ja, warte. Boah, wenn ihr beide, oder beziehungsweise wenn einer von euch beiden gerade Zeit hat, könnte derjenige gleich einmal das Feld abfarmen. Die sind alle fertig, das ganze Weizen ist komplett fertig. Essen. Ja, und dann könnten wir die Kühe auch nochmal vermehren. Stimmt, da können wir uns... Was kann man eigentlich noch aus Leder machen? Bücher, ne? Bücher? Ja, so ein Zaubertisch. So ein Zaubertisch auch geil. Da können wir ja doch auch mit den Büchern irgendwie... Kommst den du können wir auch hier irgendwie nicht? In den Nebenraum reinbauen, oder? Ja, hey, komm, dass wir halt hin. Irgendwie vom Portal irgendwie nach rechts einen Weg bauen. Oder nach links, das ist noch besser. Ja, das finde ich ganz gut, weil Verzögerungsdurch ist ja auch nicht wirklich so farmlastig. Das auch so ein bisschen versteckt wäre, wäre ganz geil. Voll mystisch so, voll geil. Ja, das klingt ganz gut. Alles, was so nicht wirklich farmbelassen ist, kommt irgendwie so ein bisschen versteckt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Für eine Spitzhacke. Oder für zwei Spitzhacken am besten. Ich gehe jetzt Sand holen für Glas. Ich baue mir erstmal eine Hau und dann... Ich wollte gerade sagen, sonst nehme ich mir jetzt gleich die Dias. Ich hole mir erstmal jetzt Essen. Machst du jetzt also das Feld einmal? Habe ich glaube ich noch nie gemacht. Klingt doch schön. Eine Premiere. Aaron verpasst voll viel, Alter. Ich mache. Ja, du hast auch ganz halt viel nicht, verpasst. Was alles fertig ist, ne? Nein. Also von... Alles. Baue ich die Melonen ab? Also Weizen ist komplett fertig. Melonen am besten mit einer Axt geht am schnellsten. Ja, du musst so richtig abfällen. Ja, genau. Nicht die Samen kaputt hauen, das ist das Wichtigste. Komm hier nochmal neu. Deswegen habe ich dir auch extra so angeordnet. Guck, dass du dich hier vorne einfach so vorstellen kannst in die Richtung abfällst. Die Samen bleiben denn stehen und machen neue Melonen. Ja, dann. Ja, genau. Das ist halt nur wichtig, dass du die nicht kaputt hast. Ich mach hier einmal die Kartoffeln. Boah, dafür bräuchten wir eigentlich auch ganz viel Kohle, um die Kartoffeln zu braten. In den Ofen ist noch Kohle drin. Ja, weil gebratene Kartoffeln bringen halt echt viel. Ich glaube fast so viel wie Fleisch. Also wie Rinderfleisch. Stimmt, Kuhfleisch ist auch wichtig. So, und jetzt wieder anbauen, ne? Einfach rüberlaufen. Ja. Was ist hier rechts neben mir? Rechts? Du meinst, Kartoffeln. Ach so. Kannst du mir einmal den Weizen zum Beispiel helfen? Dann mach ich schon mal ein bisschen Brot und lass die Kühe einmal sich vermehren. Haben wir auch schon Karotten? Alter, wie viel? 2,5 Stacks? Ja, 2 Stück. Da hatten wir noch nicht so viel Glück mit, dass wir mehrere rauskriegen. Das ist echt brutal hier. Ich glaube, wir müssen erstmal jetzt bald ein neues Feld bauen. Das Weizen können wir hier nicht mehr anbauen auf unserem Haus. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie viel wir noch in der Kiste da haben. Mal neu anfangen. Nehmen wir für diese Glaswände normale Blöcke oder Scheiben? Scheiben, oder? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Lass Scheiben nehmen. Und die Melonen hast du halt mit einer Axt abbauen. Also bei mir sind die Scheiben im Texture Pack halt durchgängig, deswegen sehen die, glaube ich, cooler aus. Wie viel Essen habt ihr noch? 3 Toasts. Muss ich den Boden von den Melonen wieder ernten? So. Nee. Hier, Christoph. Also der kann ruhig so normal bleiben. Nee, musst du nicht. Ja, genau. Weil da wachsen ja Blöcke drauf, das ist dann. Junge, heftig. Jo, nice, danke. Muss ich erstmal essen. Bitte.
Das war jetzt, ich habe jetzt den kompletten Rest erstmal in, also der übrig blieb vom Paaren, in Brote ja, verwandelt. Was, willst du denn sonst damit machen? Ja, weil wenn wir die ganze Zeit hier in der Nähe sind, dann wächst das auch wie sonst was. Alter, Melonen. Mein Inventar ist voll mit Melonen. Ja, mach einfach Blöcke draus. Melonenblöcke? Ja, gerne an der Workbench und dann alle neuen Blöcke wie voll. Wie kriege ich die denn? Wie kriege ich den wieder kleiner? Ja, musst du wieder auseinanderbauen. Aber dann nimmst du nicht so viel Platz in den Kisten weg. Boah, Inventar ist voll. Ich mache jetzt erstmal hier ans Feld 3 Kisten für Melonen und so. Das. Ah, nee, jetzt machen wir. Das müssen wir alles woanders hinbauen. Das ist viel zu viel hier. Das geht gar nicht. Ja, also ich bin ja dafür, dass wir die ganzen, dass wir in dem ersten Haus, was wir gebaut haben, einfach noch ein paar Kisten stehen lassen, wo halt wirklich die Kartoffeln und sowas reinkommen. Also alles, was wir von der Farm da abbauen. Dass das halt schon mal nicht das neue Haus ja. vollmüllt und so. Ja, das ist gut. Halt in das Lagerhaus könnte zum Beispiel auch eine Kiste komplett voll mit Weizen oder so. Ich weiß noch nicht, was wir damit alles anfangen sollen, aber. Boah, heftig sind das schon viele Kühe. Ja. Es müssen noch mehr werden. Und in der Mitte dieser komische Günther. Irgendwie ist es lustig. Ja, das sieht echt geil aus mit dem Lava. Ja. Kann man sich gönnen, ja. Das ist schon nicht schlecht. Jungs, ich habe das Gefühl, das wird echt geil. Ja, das kann was werden, das glaube ich auch. Weil ich habe hier bei der Kuhfarm auch schon mal wieder weitergemacht mit der Baumsache, die wir da im Kopf hatten. Muss ich jetzt leider nur wieder ein paar abbauen, weil ich den Platz noch brauche. Die Bäume kannst du hinten ruhig alle wieder abbauen. Wir können die Bäume noch einfach so jetzt hier noch am Lagerhäuschen vorbei und dann einfach hinten rum, dass wir halt dann die Kuhfarm sozusagen schon wieder im neuen Gebiet haben. Also dann brauchst du nicht extra um. Natürlich ist hier gerade ein Riesenbaum gewachsen. Ja, gut. Wir müssen halt die Wände jetzt noch auskleiden, ne? Mhm. Ah, sieht schon fresh aus. Leider. Gut, dass ich keine Spitzhacke mehr habe. Wollen wir hier schon? Oder wird das zu eng? Ja, ich muss eine Spitzhacke bauen, ich habe keine mehr. So, Spitzhacke. Alter, ich habe schon so viel Zeug weggeschmissen. Ich hab's gesehen auf dem Feld. Ja, da ist alles voll. Alter, 8 Eimer sind da drin. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie Sticky Pist. Ich würde einen nach hinten noch bauen, die Wand. Als ob. Ja, dann kommt das mehr zur Geltung. Hast du noch so einen halben hierfür? Muss auf jeden Fall noch eine Tür rein. Da geht's dann zum Verzauberungstisch. Doch? Nein. Das ist doch voll komisch, wenn auf einmal so eine Tür reingeht. Sieht voll komisch aus. Hätte ich eine bessere einen schicken Durchgang rausbauen. Ja, dann lass Christoph das doch machen, wenn er da eine gute Idee hat. Ich habe eine Idee, ja. Ich will nur was gucken, das brauche ich gleich wieder weg. Mal einmal gucken, wie es aussieht. Wenn wir das nämlich hier so lassen. Ich muss mir kurz was craften. Das sieht, glaube ich, ganz geil aus. Wenn ich den Bomben gleich wieder ab, dann machst du deine Idee daraus. So. Nein, ich bin. Ja, warte kurz. Idee. Wir haben noch 2 Seiten. Nein.
Ihr müsst bedenken, auf der einen Seite ist halt relativ schnell Schluss, weil da, ne, Land kommt. So. Da könnte man halt dann durchgehen. So als Durchgang, weißt du? Ich hätte was anderes gemacht. Gemacht? Ich hätte hier was gemacht. Wo? Ich hätte hier eine Leiter nach oben und hier eine Leiter nach oben. Und dann so quasi über dem Höllenportal. Das geht auch. Raum. Ja. Kann man so einen Glasboden machen, da kann man nach unten gucken. Lass uns mal den Gang hier auch noch behalten, vielleicht für irgendwas später. Das ist aber auch eine ganz gute Sache hier, den kann man halt hier hoch. Ja, das ist ja jetzt erstmal egal. Das ist gut. Was noch? Das behalten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, wird dunkel, Junge. Können wir den Boden aus Glas machen, theoretisch. Die Decke. Können wir machen, mir egal. Jo, wenn's dunkel wird, dann lass uns gleich kurz schon nochmal pennen und dann ab in den Nether. Guck doch mal, wie lange die Folge jetzt schon geht. Wir gehen euch jetzt das erste Mal pennen. Also, nicht so lange, oder? Wir gehen schon das zweite Mal pennen. Nein, das erste Mal, nach dem ersten Mal pennen haben wir die Aufnahme gestartet. Boah, keine Ahnung mehr. Weiß ich gar nicht. Oder nicht? Ich bin der Meinung, wir waren schon mal pennen. Ich glaube, wir waren auch einmal. Kai, du musst ja, auch herkommen. Ich wollte gerade sagen. Ja, nicht, warte, ich muss draußen bauen. Ja, ich habe gerade hier was fertig gemacht. Alter, dass es schon wieder so dunkel ist. Ja. Ja, mir gefällt das echt gut hier. Das sieht schön aus. Obwohl, nicht vergessen. Boah. Vorhin nicht vergessen zusammengeschrien. Ja, ich weiß gerade, warum bin ich aufgestanden. Okay, dann lass uns in der nächsten Folge. Gehen wir es kurz noch zu Ende machen und in der nächsten Folge gehen wir in die Hölle. Nee, ja, doch, ist das schon. Fünf Minuten. Warum nicht? Das muss auch noch hier weg, dieses Dirt-Ding. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir das machen, dann würde ich vielleicht die Decke noch ein höher machen und dann so hier am Rand. Also diese Stufen. Ja, kann man denn dann noch. Das kannst du ja einen höher reinsetzen. Ja, musst du dann machen, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, so die Stufen da. Aber wie willst du denn das Glas dahin machen? Oh shit, oh shit. Alter. Fuck. Wie soll das mit dem Glas da? Wie soll man denn das da oben drauf bauen auf das Glas? Den Tisch. Wie willst du denn den Tisch auf das Glas bauen? Weiß ich nicht. Geht doch, oder nicht? Klar. Du hast ja jetzt ja gar nichts dazu. Nö, nö. Ansonsten kannst du auch erst den Tisch bauen, dann das, den Untergrund weg und dann da Glas umbauen. Also. Ja, aber wie sieht das denn aus? Ja, das kann man ja dann sehen. Alter, ich hab keine Steine mehr. Und dann könnte man auf diese Stufen die Bücherregale stellen. Warte, sieht das aus, wenn ich das jetzt... Oh, fuck. Wenn ich jetzt hier so da einen hinsetze.
Dann müsste ich, glaube ich, noch einen höher, aber ich bin nicht sicher. Also das ist der Boden. Sonst macht doch da auch wieder so Stufen hin. Dass man halt hier hinkommt und dann halt hier noch so eine Stufe nach oben geht. Kannst auch so einen halben hinbauen. Dann kannst du so zwei Stufen hochgehen. Mann, wir brauchen diese anderen Blöcke wieder. Ein paar habe ich noch davon. Aber im Ofen ist auch noch was. Aber deine Blöcke brauchst du ja selber. Alter, was kommt in deinem Fernsehen für eine Scheiße? Ich finde es einfach super, dass er immer nebenbei den Fernseher laufen hat. Der letzte Mal kam South Park, ne? Weil, ja, ich glaube. Wir müssen dann gucken, dass von oben irgendwie diese Beleuchtung hier reinkommt. Weil es sonst ziemlich dunkel wird. Ich meine, ist das nicht so schlecht, aber... Achso, du machst jetzt noch einen höher? Okay. Warte. Also so wäre es denn dennoch, so wäre das jetzt richtig. Und dann könnte ich halt das mit halbem fertig machen. Das ist kacke, dass der Tisch, der Zaubertisch ein groß ist und nicht zwei. Das ist das, dann stell halt zwei hin. Ja, das zwei hinstellen, das sieht halt asymmetrisch aus. Kann man jetzt so einen Altar hinbauen? Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. Ja, muss ein bisschen Platz rein. Also wir brauchen auf jeden Fall wirklich ein größeres Feld, auf jeden Fall für Weizen, wenn wir alle relativ viel... Ja, wir brauchen ja alle Essen. Richtiger Brain-Lag gerade, Alter, so. Weil ich bin schon wieder down auf 11 Brote. Das Feld wieder fertig ist. Dauert also ich würde schon die noch Moment, deswegen... Zauberungstische hier hinbauen. Gut, danke fürs Gespräch. Du hast recht, aber ich würde halt eine automatische Farm bauen. Da müssen wir den Slime holen. Ja, nee, muss man ja wissen. Gar nicht. Nimmst du einfach Kies stimmt, und dann fällt er ja wieder runter. Wie macht man denn Pisten? Ne? Das weiß ich gar nicht. Mit Kabel, Redstone, Eisen und Holz. Hey, wir haben kein Eisen. Zwei. Hä? Wow, und dann können wir zwei Pistons machen. Das sieht halt echt ganz cool aus hier, finde ich. Sieht alles gut aus. Also, als würde es bei uns irgendwie anders aussehen als cool, hallo? Ja, na klar. Also ich bitte dich. Sieht halt immer noch ein bisschen fertig aus. Ja, das ist klar, aber das ist halt irgendwie... Das ist halt so eine riesen Baustelle. Du, so wie Kai, alles. Kai, du weißt schon, dass um die Verzauberungsdinger noch Bücher drum müssen. Die kommen müssen, hier auf Bücherregale. Alter, da muss einmal komplett rum, eigentlich. Okay, ja, einmal müssen die einmal komplett dann bauen wir das komplette hier. Level. Hier und hier und dann halt einmal hier außen rum. Oder? Geht das? Ja, genau, hinter an die Wand und dann halt hier noch. Hier auf diese Dinger immer drauf. Ich glaube, das ist zu weit weg. Die müssen einen Block höchstens entfernt sein. Dürfen höchstens einen Block entfernt sein. Ich weiß ja nicht... Das weiß ich jetzt nicht. Also man kann ja einen so einen Kreis rumbauen. Ich weiß nicht, was ihr gerade, worüber ihr gerade diskutiert und dann halt noch ja, das welche Ding ist, wir weiter haben halt weg. Ein Loch, da kann man nichts hinbauen. Ja, da soll ja Glas rein. Ja. Das ist ja fertig, das kann ich ja schon mal holen, dann können wir ja schon mal rüberlaufen.
Warte mal, ich hol das gerade mal. Marcel, komm doch einfach mal her und guck's dir an. Sofort. Bin einfach gerade so im Baumodus drin, Alter. Es ist so nice. Ich habe auch schon den Eingang für die Kühe fertig gebaut, soweit. Extra noch mit Zauntüren, dass man ja halt das zu und aufmachen kann. Was auch geil wäre. Dass wir halt sagen können, wenn wir Kühe da drin haben wollen und wann nicht. Ja, dass die so raus und reinlaufen. Ja, genau. Was auch geil wäre, ist, dass wir irgendwie auf den Knopf drücken, dass dann erst die Tür aufgeht. Wie? Genau. Bei dem Wasserfall jetzt, oder was? Ja, das könnte man auch machen, aber auch bei Sticky Pistons und Slimes. So, ne? Ja. Ja, Slimes ist ja kein Problem. Wir haben ja den Sumpf da hinten. Das bauen die ja halt immer. Halt echt kacke. Dann müsste man hier auf die beiden Platten einbauen und dann müsste man hier so komplett rum auf dem Stein die Bücherregale bauen. Aber das müsste eigentlich gehen. Das sollte funktionieren. Weil guck mal, dann wäre ja hier und hier einer und ich glaube, was war's? Habe ich jetzt letztens in einem Minecraft-Spiel gesehen. Ich glaube, 11 Bücherregale braucht man oder 13, damit man auf Level 30 verzaubern kann. Und das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wenn man dann allein die zweite Etage, dann sind es ja schon 16. Das heißt, es sollte funktionieren. Ich würde die halt hier hinten einfach hinbauen. Aber sieht nice so aus. Dann halt die Wand. Jetzt bin ich gerade wieder raus. Okay, geil. Ja, du kannst Regale genau so, ja auch nochmal hinbauen. Einfach als sieht Show ja nicht schlecht aus. Als Deko, ja. Ist nice. Danke. Okay. Das erlaubt es. Okay. Ja, die Folge okay, ist ich glaube, die Folge ist vorbei, ne? Das mit den Pisten müssen wir uns auf jeden Fall überlegen. Das ist echt eine geile Sache. Das ist dann irgendwie. Dass es von unten hochgeschoben wird und von oben runtergeschoben wird, dann müsste es hingehauen. Ja, Mann, das haut echt hin. Warte mal, wenn ich das jetzt davor baue. Ah, nee. So viel zum Thema, die Folge ist vorbei. Ja, ich überlege gerade, wenn ich das nämlich davor baue. Dass denn die beiden Stufen von oben und unten sich jeweils zuschieben, weißt du? Ja. Ich schon. Wird schon wieder Nacht. Halt dich, Gusche. Mal gucken, wie wir den Wasserfall fertig machen. Ja, okay, dann beenden wir hier einfach die Folge. Okay. Alter, ich hab so Bock weiter zu spielen, aber. Mann! Ja, okay, ja, wenn du schlafen gehen noch, oder? Ja, dann kannst du das direkt als Ausblenden benutzen. Das sieht so geil aus, wenn das dunkel wird. Vor allem, wir haben jetzt 3 Folgen gebraucht, um etwas zu bauen. Nichts ist fertig geworden. Wir haben etwas zu bauen. Was halt auch nicht fertig ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, nicht aufgenommen.